der Wache Köln-Mülheim gibt es jetzt eine süße Überraschung für Stefan Sindera. Doch diese kleine Aufmerksamkeit wird sich gleich zum großen Problem entwickeln. Guten Tag. Kann man Ihnen helfen? Ja, ich würde gerne was abgeben. Okay. Persönlich aber, für die besten Polizisten der Welt. Haben Sie hier persönlichen Kontakt, Simon, oder ist das bestellt? Ja, ich wollte das abgeben einfach. Kommen Sie mal rum, ich mache ihn mal auf. So, Tür müsste sich öffnen. So, ich wollte das für Ihre tolle Arbeit, die Sie geleistet haben, abgeben. Für die besten Polizisten der Welt, weil Sie finden ja so wenig Anerkennung. Das wollte ich einfach mal machen für Sie. Also das haben Sie selber gebacken und wollen uns das jetzt geben. Und das Ganze ist mir hier ehrlich gesagt ein bisschen wackelig. Nee, die Finger bitte davor. Ich stelle die mal hier hin. Hier ist die ganz sicher. Ja. Da kann nichts passieren. So nett das auch mit Ihrem Kuchen ist, ne? Aber wenn wir jetzt alles essen würden, was uns hier gebracht wird, vielleicht was vergiftet oder sonst was, dann sage ich Ihnen nur. Ne, diese Vorteilsannahme, das habe ich aus dienstrechtlichen Gründen einfach nicht. Und stellen Sie mal, stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Verkehrsunfall. Wir haben zwei Parteien und dann bin ich natürlich vielleicht eher geneigt, Ihnen zu glauben, weil Sie mir halt immer hier in der Kuchen. Sie warten hier bitte kurz, ja? Einmal dahin. Wir können doch mal eine Ausnahme machen vielleicht. Das ist nicht mal so. Da können wir auch keine Ausnahmen. Nein! Ach Gott, ich sag noch, die Torte ist sicher, ey. Ist alles. Was haben Sie denn da jetzt gemacht? Was ist das denn hier, ey? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ja, hallo. Oh, ich hätte ihn besser woanders hingesetzt. Was ist denn mit Ihnen hier? In Nägel? Da sind Nägel drin. Okay. Er ist ein Betrunkener, oder? Genau, ein Betrunkener. Ich habe ihn gerade, der stand mitten auf der Straße vom Supermarkt aufgegabelt und habe ihn hier hingebracht. Okay. Soll ich ihn mitnehmen? Kommen Sie einmal mit. Warte mal, Arsch. Komm, ich guck, ja, genau, guck mal wir gucken auf seinen Hinterteil. Kommen Sie mal mit. Die Kollegin kümmert sich, ja? Guck auf seinen Po und dann RTW, ne? Ja, machen wir. Einmal hier rein, bitte. Oh mein Gott. Sie haben jetzt ein Problem, aber ein richtiges. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Keine Ahnung, ich habe die ganz normal bestellt in der Bäckerei. Kommen Sie erstmal mit. Setzen Sie sich bitte. Also ich Ihren Ausweis hätte ich gerne. Ja. Also ich habe die bestellt in der Bäckerei Schneider. Ich weiß nicht, was da jetzt mit los ist. Augenblick. Schwarzwälder Nageltorte? Was soll damit los sein? Stellen Sie sich mal vor, das hätte einer der Kollegen oder ich versucht zu essen. Ich habe kein Gebiss aus Stahl. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Tut mir leid, das meine. Da sind ja mindestens 50, 60 kleine Nägel drin. Das ist fast Kann da nichts so sagen. Ich habe einfach keine Ahnung, wie die da reinkommen. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, stellen Sie sich mal vor, da schluckt ein Kollege runter, es geht in die Speiseröhre, das ist ein versuchtes Tötungsdelikt, das ist ein versuchter Anschlag auf unser Leben. Also ich kann nur noch mal wiederholen, ich weiß nicht, wie die da reinkommen. Die können ja mal bei der Bäckerei Schneider, da habe ich die bestellt. Da müsste ja die ganze Maschine müsste sich dann 1000 Einzelteile auflösen. Und da sind keine, wir reden nicht von Metallstückchen. Wir reden hier von lauter kleinen Nägeln. Nägel, das ist präpariert. Ne? Also Verkackeier müssen wir mich da nicht. Wo haben Sie die denn her? Wo haben Sie die denn bestellt? Ich habe die bestellt in der Bäckerei Schneider. Extra mit diesem Schriftzug da drauf. Als Dankeschön. Bäckerei Schneider, habe ich doch hier schon. Wann war das? Heute? Wann haben Sie die abgeholt? Ich habe die heute abgeholt und dann direkt hierher gebracht. Weil es ist ja eine frische Torte. Also gerade eben? Sind ja, eben. Von der Bäckerei hierher gekommen? Ja, die müssen das noch wissen. Wenn dem so ist und Sie gar nicht die Zeit hatten. Und den haben Sie auf den Namen Merz, ja? Ja, auf meinen Namen. Dann sind wir soweit auch durch. Das mit der Verfügung, das haben Sie jetzt verstanden, wie das funktioniert? Ja. Also ein, zwei Verfügung heißt ja, gibt ein Annäherungsverbot, bis 50 Meter darf er. Und wenn er näher an Sie drankommt, dann müssen Sie natürlich reagieren. Das heißt also, er würde dann mit einem Ordnungsgeld dann behaftet werden, 500 Euro satzweise Haft. Wenn Sie das aber nicht melden, wenn Sie uns das nicht sagen, halt, dann können wir auch nichts unternehmen. Okay. Ja, auch wenn er zu Hause jetzt einmal sein sollte und macht da irgendwie Randale bei Ihnen, rufen sofort den Notruf an. Sie sind jetzt registriert, er ja sowieso. Und wir sind auch relativ schnell da, damit wir Ihnen da aus der Patsche helfen können.
Ja? Gut, Frau Eich, danke schön. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie an. Mach ich. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Machen Sie es gut. Nehmen Sie Finn raus. Ja. Prima. Ja, häusliche Gewalt, das ist so ein Thema für sich. Ne? Das war jetzt die Frau Eich und das ist leider so weit ausgeartet, dass sie immer halt zu Hause mit richtigen Schlägereien, sie war im Krankenhaus, mit ihrem Ex-Freund dann zu Rande gekommen ist. Ja, und es gibt jetzt eine Verfügung, ein, zwei Verfügungen, dass er eben halt sich näher wie 50 Meter nicht an sie mehr rantrauen darf. Ansonsten gibt es ein Ordnungsgeld, ersatzweise Haft. Ich will mal hoffen, dass das jetzt so bleibt und dass da nicht wieder was weiteres passiert. Ah, schönen guten Tag. Sendera, mein Name, Polizei, Wache Köln-Mühlheim. Ja, es geht tatsächlich um einen Kriminalfall. Eine Frau Merz will eine Torte bei Ihnen bestellt haben, Schwarzwälder Kirsch, mit einem Marzipanaufdruck für die besten Polizisten, für die beste Polizei der Welt oder beste Polizisten der Welt. Die müssen. Nee, haben Sie gar nichts für Polizei gemacht? Okay, auch die Kollegen nicht? Achso, Sie waren heute selber den ganzen Tag in der Backstube. Okay, super. Ja, wenn ich mit dem Chef telefoniere, ist immer am besten. Ja. Ja, also wenn Sie das, können Sie ausschließen. Dann hat sich das auch schon erledigt. Das war auch nur für mich eine Hintergrundinformation. Ja? Okay, schönen Tag noch. Tschüss. Vielleicht haben die den Zettel verklingelt. Bitte? Vielleicht haben die den Zettel ja verklüngelt oder was? Ich habe mit dem Chef gerade persönlich gesprochen. Der war den ganzen Tag in der Backstube. Der ist total fertig. Der sagt, ohne ihn geht da nicht so eine Torte raus. Schon gar nicht an die Polizei. Wo haben Sie die Torte her? Was ist denn das da hinten? Echt jetzt? Was ist denn das da auf dem Stuhl? War das eine Torte? Ja, genau, das war eine Torte. Das ist auch so eine Geschichte. Also eine ältere Dame kam, wollte uns wohl einen Gefallen tun. Mhm. Auf der Torte steht auch noch drauf, für die beste Polizei der Welt. Okay. Dann hat sie halt auf diesen Stuhl gestellt und ich kam dann mit einem alkoholisierten Mann. Und ja, der hat, ohne zu gucken, sich dann in diese Torte reingesetzt. Warte mal ganz kurz. Das ist doch die Frau Eich von die gerade. Ja. Oh, hey. Geht ihr raus? Ja, ich muss mal gerade raus. Das. Bleib mal gerade drin, ja. Stefan, kannst du gerade mit rauskommen? Da gibt's Klopperei draußen. Sie bleiben hier, ja? Komm mal mit, schnell. Schatzmann, verstehst du nicht? Du gehörst zu mir. Hey! Ohne Scheiß, ich stehe das. Los. Wer hat dir denn Feierabend? Wer hat dir denn das Gehirn geschissen? Du Spott hier. Du hast zu zweit die Wege raus. Du Wichser. Ist gut jetzt? Gut. Ist gut? Okay. Ja. Gut, ist gut, aber nicht mal so lang. Okay. Ah, Mann, Alter. Ja, gut. Haben wir's? Zweites in Ordnung. Haben wir's? Ja. Okay, Mann. Dann mach die Hand locker nach hinten. Ja, Mann, nach hinten die Hand. Ja, gar nichts. Ist doch egal, ist nur eins, ja, zwei. Okay. So, kannst du mal die Dame gerade mal mitnehmen. Ist alles okay bei Ihnen? Ja. Spaß. Ja, alles gut. In die Gurgel gegangen, ne? Mhm. Hammer rein jetzt hier. Das ist mein Ex-Freund. Als auf der Wache die ältere Dame und der Ex-Freund der jungen Frau aufeinandertreffen, nimmt dieser Fall eine unfassbare Wendung. Simon, was ist denn mit der Torte? Simon, Sie kennen sich? Was ist damit? Was ist damit? Da sind Nägel drin. Was ist damit? Was ist los? Hat er was damit zu tun? Oma, ich wollte dich da nicht mehr reinziehen. Pass auf, Frau Merz, Sie bleiben bitte da noch mal sitzen. Ich komme gleich zu Ihnen. So, ja. Und Sie tun mir auch einen Gefallen. Setzen Sie sich bitte da vorne hin. Ich kümmere mich dann gleich noch morgen. Ja, Sie, ne? Ich kümmere mich ja, schon. Ja, machst du. Gut. So, das kann man. Das gerade eben, das ist die Frau Merz, die sitzt bei mir drin. Die hat eine Torte hier für uns abgegeben, ne, für die besten Polizisten der Welt. So quasi als Goodie für alle Polizisten. Habe ich mitgekriegt? Hast du die Nägel alle gesehen? Nee, das habe ich nie mitbekommen. Aber was hat er jetzt damit dazu? Die kennen sich ja. Das der Enkel soll das sein, ne? Der Enkel, ne? Ja, richtig. Und was ist mit der Torte jetzt hier? Was ist das für ein Quatsch? Erstmal die Geschichte da draußen. Sie wissen, dass Sie eine Verfügung haben, ne? Näher wie 50 Meter, 500 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise Haft. Deswegen sitzen Sie jetzt erstmal hier. 500 Euro bezahlen oder vielleicht ein paar Zahlen in den Knast geben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, was ist mit der Torte? Wieso sind da Nägel drin? Die sollte für uns sein, ne? Die sollte für euch sein? Natürlich sollte die für euch sein. Was denken Sie, für wen sollte die sein? Ich wollte mich ganz einfach rächen an Sie, ne? Weil Sie mein ganzes Leben zerstört haben. Meine Frau hat mich verlassen wegen euch. Nee, nicht wegen uns. Nein, wegen vielleicht euch. Nicht ab und zu mal die Hand zu viel erheben gegen eine schwache Frau, die dann noch zusammenzuschlagen. Was für eine schwache Frau? Hallo, häusliche Gewalt. Weil man ein Spielchen zu Hause spielt oder was?
Ich habe jetzt gerade auch unheimliche Rachegelüste, aber ich halte mich hier im Zaun. Wir machen das anders, weil es gibt nämlich auf jeden Fall jetzt erstmal eine Vorführung beim Haftrichter. Und was Sie nämlich versucht haben mit der Torte und Nägel, wissen Sie, was das ist? Da könnte man vielleicht sogar ein Tötungsdelikt draus machen, versucht das. Weil wenn wir die gegessen hätten, dann können wir mal ein Päckchen Nägel mal essen, dann wissen Sie, wie Sie sich fühlen danach. So, für Sie ist hier Feierabend. Der Verdächtige wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Für den Verstoß gegen die einstweilige Verfügung bekam er 2 Tage Haft.